Da sind wir wieder bei Departed und vergesst alles, was ich gesagt habe. Denn wir werden jetzt mal in die Iron Mine gehen und uns Sachen farmen. Nämlich hauptsächlich Enderpearls. Damit wir unsere Rüstung hier mal ausbauen können. Dafür nehmen wir natürlich das gute Werkzeug mit. Wo ist es denn? Und ja, dann gehen wir mal ein bisschen fröhlichst Klamotten farmen. Was haben wir da drinne? Eisen haben wir noch nicht, glaube ich. Ups, da wollte ich hin. Nee, da wollte ich nicht hin. Wo wollte ich denn hin? Auf der anderen Seite sind doch die Tanks. So, was. So, warte mal, den können wir ja mitnehmen. Den packen wir hier mit rein. Eisen. Doch, haben wir schon. Sehr schön. Stellen wir den da mal kurz drunter und schmeißen das Ding an. Und machen uns auf den Weg nach Iron Mine. Und natürlich müssen wir dafür auch einen Ramstone mitnehmen. Ich Trottel. Den hatten wir ja schon gekriegt irgendwo. Wo sind denn meine Ramstones? Da. Iron Mine. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen was kriegen. Denn was diese ganzen Dimensionen angeht, bin ich genauso schlau wie ihr. Also dumm. Also nicht, dass ihr jetzt... Nee, Moment, das kommt auch irgendwie falsch rüber. Aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Immer nur freundlich und nett. Wie ich halt so bin. So, dann benutzen wir jetzt endlich mal das erste Mal unser schönes Portal. Und haben ja eine neue Rüstung. Und da oben ist ein blödsinniger Creeper. Ich würde sagen, wir haben noch Munition mit. Das hätte mich jetzt auch schwer gewundert, wenn nicht. So, und dann schmeißen wir hier mal den neuen Ramstone rein. Iron Mine. Ich bin gespannt. Okay, wie aus das hier sieht. Wir machen natürlich erstmal das Schlauste, uns hier nämlich einen Waypoint setzen und den nennen wir neu und den nennen wir Portal. So, den safen wir, damit wir auch wieder nach Hause finden. Beziehungsweise das Portal. Okay, und was ist jetzt hier schon wieder los? Angriff, Iron Mine Wood. Tja, ich bin gespannt, was ist das da für eine Struktur? Dann gehen wir mal hin. Irgendjemand schießt hier auch, nämlich von da oben. Und das mit dem hohen Hüpfen ist echt so eine Sache, Alter! Was soll das denn? Ach, und wir pennen immer noch hier. Naja. Ich muss mich mal in unser Bett legen. Wo ist denn unsere Burg? Da. Ja, das war ja schon mal ziemlich erfolgreich. Alter Schwede. Ich bräuchte dann echt mal Featherfall. Das ist echt ungünstig da jetzt gerade gewesen. Ich denke mal, das kam ein bisschen durch die Explosionen. Das war nicht so gut. Vielleicht sollte ich mal meine Flügelchen da mal weglassen. Jedenfalls so lange bis vor... Beziehungsweise, ja, ich weiß gar nicht, ob es an den Flügeln lag. Also eigentlich ja nicht. Glaube ich. Weiß es nicht. Mann, das ist so nervig, jetzt hier immer rüberschwimmen zu müssen. Es tut mir leid, aber ich kann es jetzt im Moment nicht ändern. Wir müssen erstmal wieder nach Hause. Aber unsere Leiche liegt ja direkt am Portal. Von daher werde ich jetzt keinen großen Firlefanz machen, sondern da direkt wieder hingehen. Da ist ein Charger. Jetzt die Frage. Nehme ich trotzdem den Weg über Land? Ich weiß es noch nicht. Da sind zwei Charger, ich schwimme. Ja, und Iron Mine sieht auf jeden Fall anders aus, als ich mir das vorgestellt hatte, ehrlich gesagt. Naja, mal gucken, ob es da was zu farmen gibt. Aber Iron Mine, hallo? Bist du doch eigentlich... Also, der Name sagt es doch schon. No? Iron Mine, Eisenmine. Aber das muss gehen. So, da sind wir ja auch gleich schon. Ups, gleich schon wieder. Einmal die Treppe hoch und hier fällt immer noch eine Carpenters Leiter. Aber damit kann ich jetzt im Moment leben. Ja, und wir flitzen wieder darüber. Ich hoffe, dass ich meine Sachen jetzt so einfach wiederkriege. Das wäre nämlich sehr schön. Da ist unsere Leiche. Die räumen wir mal schnell aus. Ich würde sagen, Iron Mine Grass.
Ah, diese Blümchen sind das. Warte mal. Okay. So, wir zeigen mal eben wieder an. Zeit muss mal eben sein. So. Und. Ups. So. Und so. Packen wir die ganze Klamotten hier mal eben wieder hin. Und dann buddeln wir uns mal erstmal in den Boden. Weil wir nicht so doof runterfallen. Über uns. Ach so. Ja, was ist das für ein Effekt, den wir da jetzt haben? Ey, ist der das eh klar. Wenn man auf den Blumen steht. Ach, Sloan ist. Ja, super. Damit wäre Haste dann auch aufgehoben. So, und die Leute sind mal eben entfernt. Dann buddeln wir uns hier aber mal vorwärts. Okay, was ist das? Ich habe meine Waffe noch gar nicht angelegt. Das ist natürlich nicht so gut. Ich habe ein bisschen Angst. Und werde mich jetzt da hinten... Warum werde ich denn hier ewig hochgeschleudert? Okay. Alter. Den muss ich mich ein bisschen in Acht nehmen vor diesen Lucians. Die schleudern mich nämlich in die Luft. Und da ist ein Gegner. Und das gefällt mir schon mal nicht so gut. Ich weiß nämlich nicht, ob der... Okay, der droppt auf jeden Fall irgendwas Wichtiges. Will ich ihm aber auch gewartet haben. So. Ich hab echt... Alter Schwede, ey. Also hier geht's auf jeden Fall schon mal ein bisschen zur Sache. Ich muss mal was futtern. Ich hab das Gefühl, das ist über uns. Na super, essen alle. Klasse. Was ist denn für einer? Also über uns ist, glaube ich, irgendwie was... was Großes, Böses. Das ist auf jeden Fall auch so böse. Ein Enforcer. Also böse war der nicht. Also diese Blümchen, das ist ja schon mal... Okay, und wie viele wollen denn da noch von kommen? Ich muss... Nein! Oh Mann, ey. Scheiße. Oh, und jetzt sind wir rausgeflogen. Das ist nicht so gut. Drückt mal die Daumen, dass deswegen die Leiche jetzt nicht kaputt ist. Mal wieder eingeloggt. Ah, und wieder dahin laufen. Ich muss mein Bett da unbedingt bei der nächsten Nacht mal wieder taggen. Weil das mit dem Gerenne hier, das kostet ja wieder unnötig Zeit. Völlig unnötig Zeit. Und vor allem viel Zeit. So, dann nehme ich mir aber direkt was zu futtern mit. Wenn wir das nächste Mal da wieder reinhüppen. Schlimmer an diesen Dimensionen ist ja, da hat man ja anscheinend echt null Zeit, mal kurz zur Ruhe zu kommen, um mal eben zu gucken, was man da so gedroppt bekommen hat und so. Das ist ja schon auch interessant. Ne? Ja, ja. Oder ich crafte mir einfach ein paar Boote und leg die da hinten in die Hütte. Nee. Ja. Ja, ich weiß gerade gar nicht so richtig, was ich erzählen soll. Also... genießt einfach die Aussicht. Oh, warte mal, da ist nichts los. Wollen wir uns ja mal über Land dahin begeben. Das geht ein bisschen schneller. Hoffe ich jedenfalls. Oh Mann, also Iron Mine ist... ja. Ist anders. Das ist auch blöd, dass wir nichts zu futtern mehr hatten, weil... Da hinten werde ich übrigens den Turm noch drauf bauen. Dass wir nichts mehr zu futtern hatten. Weil ganz ehrlich, sonst hätte ich mich ja regenerieren können. Und dann wären wir da wahrscheinlich einigermaßen heiler Haut rausgekommen. So, Toast nehmen wir noch mit. Zwei Baked Potatoes. Und was nehmen wir noch? Ein Steak. So. Und ein Schwert nehme ich auch noch mit, wegen der Sicherheit. Und so ein Soulstone. Aber nicht so ein, sondern ein angebraucht. Angebraucht ist auch ein gutes Wort. So, und jetzt geht's aber ab. Klamotten holen und dann rocken wir mal Iron Mine. Mit Nahrung. Nicht viel Nahrung, aber hoffentlich ausreichend Nahrung. So, hier hoch. Ich muss hier unbedingt mal die Leiter hinsetzen irgendwann. Die Betonung liegt auf irgendwann.
So, jetzt aber mal hinein und drückt die Daumen, dass das dieses Mal irgendwie besser läuft. So, wo ist die Leiche? Da war die erste, da hinten ist die zweite. Und ich muss aufpassen, über welche Blumen ich latsch. Die einen schleudern einen und die anderen machen einen langsam. Ich möchte eigentlich weder das eine noch das andere erleben. So, erstmal hier unten runter und dann wird hier der Schlüssel gekillt. Noch irgendwo einer, da. Den Enforcer, und die können nichts ab. Noch irgendwas? Nee. Okay, dann plündern wir eben unsere Leiche und haben... Irgendwelche tollen Sachen haben wir schon gekriegt. Ich höre schon wieder was. Gebe ich mich wieder hier runter, da können wenigstens die großen Mobs mich nicht angreifen. Dann ziehen wir uns wieder an. Oha. Ah, nein, 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 nein! Mann! Es ist noch nicht zu glauben. Jetzt wird's auch noch Nacht, ey. Ich freue mich. Oh, Mann, ey. Weiß ich gar nicht, wie ich euch das noch erklären soll, ey. Da unten ist wieder die Kuh im Schacht. Junge, Junge, Junge. Also Iron Mine ist nicht viel angenehmer als das Topia. Und das war auch schon nervig. Und die ganzen Fallen da. Na super. Ja, genau. Jetzt komm, ja, genau. Jetzt sterbe ich gleich nochmal. Ja, klar. Ach, Mann, ey. Ich glaube, ich muss da erstmal eine Pause mit dem Aufnehmen machen. Weil ich bin ja immer noch am Vorproduzieren. Für meine Renovierungsaktion. Und jetzt bin ich echt schon eine ganze Weile am Machen. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, langsam lässt auch ein bisschen die Reaktion nach. Und wie ihr auch merkt, bin ich ein bisschen leise und erzähle wenig. Oder vielleicht merkt ihr das auch nicht, aber es ist jedenfalls so. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich, naja, so ein bisschen ausgepowert bin. Gleich erstmal was futtern. Und dann schauen wir mal. Sollten wir das in dieser Folge hier alles nicht mehr hinkriegen. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Aber sollten wir das nicht hinkriegen, dann... werde ich meine Klamotten holen und mich vor dem Portal postieren, damit wir das nächste Mal dann gemeinsam da drinnen mal schauen können, was da so Phase ist. Hier scheint es leer zu sein. Dann nehmen wir doch lieber den Landweg, der ist schneller. Ne? Hüpf, sehr schön. So. Ja. Dann, ja, super, ein Creeper. Ist ja klar. Nee, 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 nee. Das spart ihr mal schön mit dem Explodieren. So. Ein wenig Nahrung, bitte. Karottensaft können wir auch noch trinken. Ach, hier, und so ein Melon Slice. Habe ich irgendwann gekriegt, als ich... Oder war die da dabei? Ich glaube, als ich das letzte Mal meine Rüstung geholt habe, da habe ich die gekriegt. Die waren... ja, Naturas bin ich begegnet. Und die haben die Dinger halt gedroppt. So, ich mache nochmal ein bisschen Munition. Wegen der Sicherheit. 64 Schuss, muss reichen. Wir haben auch noch was mit. Was heißt was? Was heißt was mit? Wir haben noch ein bisschen was da, wo unsere Leiche liegt. Und dann, müssen wir hier mal eben die Spinne tot machen. So, Tür zu. Und dann geht es wieder ab. Und ich hoffe doch, dass das jetzt endlich mal funktioniert. Ich würde mich nämlich sehr freuen. Weil interessant sieht es da schon aus. Und die Enforcer, die können nichts. Ich werde mich dann auch offscreen mal eben so ein bisschen darüber informieren, was die Mobs da überhaupt können. Das hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen. Aber naja, steckst ja nicht drinne. So, und auf ein neues. Dieses Mal mit etwas mehr Vorsicht.
Wir haben nicht so viel Rennen, sondern... So, da ist schon wieder der Köter. Den setzen wir mal direkt in Brand. So, die Leiche ist schon leer. Die nicht. Das freut mich sehr. Die Leiche ist nicht leer. So, und jetzt brauche ich irgendwo mal eben eine Stelle, wo ich mich mal eben in Ruhe wieder fertig machen kann. Hauen wir mal eben die Leichen weg. Ach, was ist jetzt los? Nein, 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 nein! Wenigstens ist es Nacht und ich kann gleich erstmal mein Bett wieder taggen, ey. Oh, Mann, Leute, das ist doch nicht die Wahrheit hier. Und ich sag noch, ich brauche mal kurz einen Moment, um meine Sachen wieder zu ordnen. Jetzt sind hier wieder 1000 Mobs unterwegs. Ich habe genau nachgezählt. Es sind exakt 1000. Wir mal welche Trommeln. Ja, genau. Schieß mich noch. Oh Mann, ey, Freunde. Es wird echt Zeit für eine Aufnahmepause. Wirklich. Weil das ist ja hier überhaupt nicht erfüllend. Um nicht zu sagen, sehr, sehr, sehr nervig. Also wirklich sehr nervig. Mann, 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 Mann. Naja. Aber es hilft ja nichts, ne? Müssen wir mit durch. Oder ich jedenfalls. Wie gesagt, ihr habt es in 3 Minuten hinter euch. Und dann braucht ihr euch da keine Gedanken mehr drum machen. Denn das nächste Mal, wenn wir uns sehen, werde ich beim Portal sein und gesund. Und dann wesentlich vorsichtiger da drinne. So, ein paar Dicer, die lasse ich einfach mal Dicer sein. Das nervt zwar gerade ein bisschen, aber die werden gleich bedient, nachdem ich wieder ein Schwert habe und meinen Soulstorm oder einen Soulstorm nehme ich mit. Den. So, ein Schwert. Ja, super, wir haben nicht mal mehr ein Schwert. Läuft ja. Das heißt, wir machen uns nochmal ein ganz billiges. Oder was heißt billiges, aber. Naja, so ein Limonite-Schwert. Limonite-Schwert. Nur mit S an Anfang. Achso, ist ja Blödsinn. So. Und Sticks brauchen wir noch. Da haben wir definitiv noch welche, genau. So. Und so. Dann haben wir so ein Ding. Wieder zurück. Und die passen auch. Wieder was zu futtern. Naja, ihr kennt das Spielchen ja. Ist ja nicht das erste Mal jetzt, ne? So, ein paar Steaks. Ein paar Brote. Und das muss reichen. Und dann nochmal, haben wir noch eine billige Rüstung irgendwie liegen? Wahrscheinlich nicht. Ah ja, unsere alte Rüstung, die gar nicht so billig war. Die ziehen wir mal eben an. So. Dann müssen wir hier wahrscheinlich mal eben ein paar Dicer umnieten. Oder einen jedenfalls. Ja, und dann geht's wieder mal da unten hin. Die kommen aber auch wie aus dem Nichts, diese Viecher dort im Iron Mine. Mein lieber Scholli, ey. So. Aber uns geht es immer noch besser als dem Rico, weil der hatte nämlich ein kleines Problem, der hatte sein Portal nicht mehr wiedergefunden. Hehe. Aber das habe ich ja vor ein paar Folgen erzählt, dass ich ihn da mal retten musste. Alter, verpiss dich. Ich will doch nur zum Portal, ich will hier wieder raus. Und erstmal mein Bett nämlich noch taggen. Oh Mann. Wo ist denn mein Limon? Der hat mir mein Schwert weggenommen. Geht's noch? Mein Schwert ist weg. Wieso ist denn mein Schwert weg? Das ist ja nicht so gut.
Interessant. Sand vor allem, weißt du? Interessant. Ja, toll, jetzt ist natürlich wieder morgen. Das heißt, es hat sich wieder was mit Schlafen. Ja, you can only sleep at night. Super. So, den konnten wir wenigstens kurz erledigen. Ja, holla, was ist das denn jetzt gewesen? Jetzt hat er uns das Schwert weggenommen, oder was? Ich glaub's ja nicht. So ein blöder Hammel. Tja, dann würde ich jetzt aber sagen, pass auf, wir machen jetzt hier Schluss. Ich gehe zum Portal mit dem Schwert in der Hand. Das ich mir übrigens wieder neu craften muss. Das machen wir noch schnell. So. Und ein bisschen Limonite. Zwei Stück. Mehr brauchen wir ja nicht. Ja, und dann versuche ich mal meine Klamotten wieder zu kriegen. Und ich bin gespannt, wann wir uns dann wiedersehen mit Ausrüstung. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Auch wenn es heute ein bisschen chaotisch und eigentlich vielleicht auch ein bisschen langweilig war. Aber wir sehen uns dann, ne? Und ciao, ciao.